Einen wunderschönen guten Tag und es wird einfach mal wieder Zeit, Leute. Eine neue Gameplay-Challenge ist am Start und kommt es nur mir so vor oder laggt das Gameplay hier am Anfang ein bisschen? Ich weiß das nicht so genau. Das wird gleich auf jeden Fall noch ein bisschen flüssiger. Ich denke mal, das liegt daran, dass meine Festplatte so übertrieben voll war, dass sie da vielleicht Probleme hatte, das noch in einer vernünftigen Geschwindigkeit auf die Festplatte zu schreiben. Aber wie auch immer, es wird gleich noch ein bisschen besser und sollte, denke ich, nicht ganz so doll stören. Die Challenge heute heißt Einzelschuss und wurde vorgeschlagen von Sebe Noble Hero. Der meinte, ich soll mal eine Runde Einzelschuss spielen mit Sturmgewehr, LMG. Ist ihm vollkommen egal, welche Waffe ich da nehme. Nochmal vorgeschlagen wurde das noch von Rush Xeno. Der meinte aber, ich soll die M5K spielen. Das war mir dann doch ein bisschen zu hart. So eine Maschinenpistole mit Einzelschuss, die nur 25 Schaden oder so pro Kugel macht, war mir dann doch ein bisschen zu schwierig und von daher habe ich mir jetzt dann für diese Runde erstmal die G3A3 eingepackt, mit der das eigentlich auch ganz gut funktioniert hat, das werdet ihr gleich auch sehen, ist, denke ich, eine der besten Waffen, die man überhaupt im Einzelschuss spielen kann. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass die vollautomatischen Waffen eigentlich immer am besten sind. Gut, die AN94 mit dem Zweierburst, die ist noch ganz okay, wobei man die ja auch vollautomatisch spielen kann, wenn man möchte. Und da hat man eigentlich immer den Vorteil. Aber die G3A3 mit 34 Schaden pro Kugel, wo man dann mit 3 Hits auf kurze Distanzen Gegner dann auch tot hat, kann man wirklich ganz gut im Einzelschuss spielen. Das hätte ich vorher eigentlich nicht gedacht. Die Runde läuft überwiegend auch ganz gut. 17-2 habe ich am Ende. Ich hau jetzt nicht so die großen Punkte raus bezüglich M-Coms. Vor allem auch, weil mein Team eben wirklich ziemlich gut ist. Also wir überrollen die Gegner hier quasi, obwohl ich das zu Anfang eigentlich nicht gedacht hätte. Weil die Teams sahen eigentlich recht ausgeglichen aus. Weiß auch nicht, was die High-Leveler aus dem Gegnerteam da so fabriziert haben. Jedenfalls komme ich da oft auch gar nicht als Erster an das M-Com ran. Das ist auch dann auch häufiger mal das Problem. Und was natürlich auch wichtig ist, vor allem wenn man Sturmsoldat spielt wie ich, immer schön reviven, wenn man Teammates sieht, die am Boden liegen. Hier zum Beispiel 2 gleich an der Zahl. Gibt Punkte, hilft dem Team, also sollte man immer dran denken, wenn man Sturmsoldat spielt. Ich vergesse es manchmal auch oder achte einfach nicht drauf. Da muss ich auch noch ein bisschen üben, dass ich das besser hinkriege. Erik meckert mich da manchmal an, dass ich ihn nicht wiederbelebe. Aber ja, ich denke, ich kriege das schon ganz gut hin. Die erste Stage ist durch und für die zweite Stage kann ich euch einen Tipp geben im Spielmodus Rush, wenn ihr euch da direkt den Humvee schnappt und schnell durchfahrt, wie ich das hier jetzt mache, gut, ich habe jetzt noch auf den Typen hier gewartet, aber oft fahre ich dann da auch solo durch, dann kann man wirklich sehr schnell an das BM-Com rankommen und das auch eigentlich ohne wirkliche Gegenwehr von den Gegnern oft auch schon zerstören. Ich fahre dann meistens hier rein, gucke natürlich, ob da noch Minen oder so liegen und stelle den Humvee dann direkt davor, um zu planten, weil dann hat man einfach die perfekte Deckung. Dann kann man eigentlich von nirgendwo mehr wirklich abgeschossen werden, außer vielleicht durch Granaten oder Noobtube oder so, M320. Und dann stelle ich den meistens ein Stück zurück. Da saß jetzt mein Teammate noch am MG drin, sonst setze ich mich da wieder rein und bratze dann alles um, was mir da vor die Flinte läuft. Ich wurde hier jetzt schön weggesniped von ihm hier mit der M40A5. Aber mein Mate verteidigt das dann noch ganz gut und das M-Com wird dann auch gleich hochgehen. Das ist wirklich eigentlich eine sehr gute Taktik für die Stage, wie man schnell das BM-Com zerstören kann. Also bei mir funktioniert das wirklich ziemlich oft und auch ziemlich sicher. Ansonsten machen wir uns jetzt noch ein bisschen an die Arbeit, das AM-Com zu zerstören. Das wurde jetzt auch schon gelegt. Und was kann ich noch zur Gameplay-Challenge sagen? Am Ende sammle ich noch eine M16A3 auf. Das kann man dann vollkommen vergessen im Einzelschuss. Hier auch ein bisschen glücklich, dass die da beide in der Reihe direkt umkippen, auch wiederbeleben. Mein Mate plantet dann noch. Und wie gesagt, eigentlich läuft die Runde ziemlich gut. M16A3 wollte ich ja eben noch ansprechen. Also, das ging gar nicht. Ich glaube, ich mache da einen Kill noch mit. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal Einzelschuss spielen wollt, nehmt auf jeden Fall eine Waffe mit wirklich hohem Schadenswert, was eben die G3A3 bietet. Und mit 25 Schaden pro Kugel oder weniger könnt ihr das vergessen. Das ist so hart, weil sobald der Gegner ja auch ein bisschen weiter wegsteht, braucht ihr ja auch oft schon 5 Schüsse, um ihn dann zu killen. Außer ihr habt dann mal einen Headshot mit dabei. Und das ist wirklich, wirklich ziemlich hart. Ich habe jetzt noch ein bisschen was geschnitten, weil so sonderlich viel passiert dann auch nicht mehr. Hier hat ein Mate von mir schon das M-Com geplantet. Größtenteils mache ich dann hier auch nur noch Kills. Ich glaube,
ein oder zwei, ich glaube ein M-Com hole ich sogar nur noch. Und wie gesagt, mein Team war wirklich ziemlich gut. Wobei ich es ja auch nicht so mag, wenn man die Gegner total zerstört, wenn die gar keine Chance haben, weil dann sind die Runden auch langweilig. Natürlich habe ich das lieber als das komplette Noob-Team, das ist klar. Ich meine, Bock jede Runde zu verlieren habe ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber so wirklich, so richtig knappe Runden, wo man, sage ich mal, wirklich 30 Minuten an einer Runde Rush oder so spielt, wo das wirklich bis auf die letzten Tickets in jeder Stage ankommt, das spiele ich immer noch am liebsten. So richtig spannende Runden, wo man dann vielleicht auch nicht die Über-KD hat, aber dann vielleicht, ich weiß nicht, wenn die Runde dann ganz gut läuft, hier übrigens die M16A3, am Ende dann vielleicht so eine KD von 50 zu 20 oder irgend sowas. Ich finde, das macht einfach mit Abstand am meisten Spaß, weil man dann auch halt einfach ein bisschen gefordert ist und dann eben auch diese wirklich spannenden Runden hat. Hier immer noch drei Revives direkt hintereinander. Wie gesagt, ist sehr wichtig. Hier mache ich auch meinen einzigen Kill mit der Waffe. Hatte ich vorhin gesehen, dass er da steht. Dann hole ich mir noch einmal den Noob-Tube raus aus der Klasse. Tube damit einen weg am M-Com. Das wurde dann leider noch defused. Dann der nächste Plan von mir und das geht dann auch hoch. Sonderlich großartig, was ist da dann auch nicht mehr passiert. Schickt mir nochmal ein paar Gameplay-Challenges ein, wenn ihr möchtet. Ich habe ja lange nichts mehr bekommen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mal einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ich verabschiede mich dann auch. Haut rein, bis dann.